Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elisabeth die Erste. Ja, wir haben ja letztes Mal den Auftrag von der Queen erhalten, einen kleinen Wechsel für sie durchzuführen und ja, an der Stelle machen wir natürlich auch weiter und fahren erstmal nach Barcelona. Oh, und quer durch den Sturm. Wollt ihr euch wirklich von all diesem Geld wieder trennen, Sir? Was soll denn das, Lieutenant? Wir bringen es an seinen Bestimmungsort. Habt ihr mich verstanden? Und wenn es seine Bestimmung wäre, in unseren Taschen zu enden, Captain? Was würde uns wohl geschehen, erführe Elisabeth von einem solch dreisten Diebstahl? Sie muss es ja nicht unbedingt erfahren. Der Weg nach Barcelona ist lang und beschwerlich. Vielerlei Gefahren lauern auf uns. Die Spanier, Piraten und beutelustige Adjutanten. Verzeiht, Sir, ich wollte damit nur andeuten, dass es durchaus Entschuldigungen gäbe. Tse, immer diese Adjutanten. Ihr sollt nicht versuchen, euren Captain. Ab, Marsch ins Krähennest, Lieutenant. Wache schieben bis zum Sonnenaufgang. Wir fahren nach Barcelona. Tja, wo kommen wir denn da hin? So ein Bankier muss aber eine Menge Geld haben. Wenn er unsere Königin etwas davon abgeben kann, meint ihr nicht auch, Captain? Es sieht ganz so aus. Geld verleihen, um damit Geld zu verdienen. Diese Idee ist nicht so neu. Aber bisher waren die Geldverleiher nicht gerade hoch angesehen. Doch das scheint sich geändert zu haben. Die neuen Bankhäuser, die in der letzten Zeit entstanden sind, verfügen über Macht und Reichtum. Und sie genieren sich nicht, das auch nach außen hin zu zeigen. Doch was rede ich da? Lieutenant, schnappt euch zwei Säcke, wir müssen unsere Königin auslösen. So, das heißt, wir müssen uns erstmal die Bank suchen. Ah, hier, habe ich schon was gesehen. So. Ihr seid bestimmt der englische Geldbote, wie ich annehme. Der bin ich allerdings. Ich bin gekommen, einen Wechsel auszulösen. Man hat mir eure Ankunft bereits avisiert. Die Zahlungsmoral eurer Auftraggeberin ist vorbildlich, meine Herren. Das lässt sich wahrlich nicht von jedem sagen. Dabei eilt ihr doch der Ruf voraus, streng auf jeden Penny zu achten. Dazu möchte ich mich lieber nicht äußern, Signore Di Saggio. Das kann ich verstehen. Die Dame sollte man besser nicht vergrätzen. Ihr scheint ein sehr vertrauenswürdiger Mensch zu sein, Capitano. Sonst würde eure Auftraggeberin euch nicht mit so viel Geld über die Meere schicken. Warum also sollte ich euch weniger vertrauen? Habt ihr ein wenig Zeit? Das kommt ganz darauf an, Signore. Unter meinen Kreditnehmern befindet sich auch eine Institution, die in der Öffentlichkeit keine Gelegenheit auslässt, die Geschäfte mit dem Zins als Gotteslästerung zu geißeln. Was sie aber offenkundig nicht davon abgehalten hat, bei mir um einen kleinen Kredit nachzusuchen. Kurzum, die spanische Inquisition, ihr habt richtig gehört, ist wohl zurzeit etwas klamm. Auch Scheiterhaufen kosten schließlich Geld. Und man will ja nicht sofort den Heiligen Vater mit seinen Wehwehchen belästigen. Bringt das Geld zum Conte Juan de Corento, dem für die Finanzen zuständigen Bischof in La Coruña. Und es soll nicht euer Schaden sein. Denn wie ihr hier seht, kann man auch mit kleinen Zinsfüßchen ganz schön weit kommen. Da hat er wohl recht, wenn ich mich hier so umschaue. Das nehmen wir natürlich an. Ich hoffe mal, das wird Zinsfuß sein. Ein interessantes Angebot, wie ich finde. Ich übernehme den Auftrag. Habt vielen Dank, Capitano. Ich wünsche euch eine gute Reise. Vielen Dank. Ja, dann fahren wir doch mal nach La Coruña. Auf nach La Coruña.
Auch wenn ich Gefahr laufe, mich zu wiederholen, wollt ihr wirklich dieses Geld der Inquisition in den Rachen werfen? Bedenkt doch, eine der ärgsten Feindinnen unserer verehrten Königin. Dafür hätte Elisabeth doch tiefstes Verständnis. Zudem, wer garantiert uns denn, dass die spanischen Papisten das Geld nicht gegen England einsetzen? Ja, dann nicht ganz unrecht, allerdings, kommt nicht in die Tüte, ist ganz ablehnend, kommt in meinen Sack. Kommt drauf an. Das kommt gar nicht in Frage, Lieutenant. Ein solch unehrenhaftes Verhalten würde auch auf England zurückfallen. Aber ich hätte da eine Idee. Und die wäre? Dass mit der spanischen Inquisition einer unserer Hauptwidersacher alimentiert werden soll, passt mir so wenig wie euch. Wir nehmen daher Kurs auf England und berichten der Königin von diesem Vorfall. Wenn jemand das Geld einbehält, dann Elisabeth. Okay, ja. Dann würde ich sagen, schauen wir mal im Thronsaal vorbei und was die Gute dazu meint. Und daher glaubten wir, es sei besser, dieses Geld euch zu treuen Händen zu geben. Schließlich ist es ein ganz schöner Batzen, wenn ich das mal so sagen darf. Es könnte euch vor einem weiteren Bittgang zu Herrn Di Sacco bewahren. Eure Umsicht ist bemerkenswert, Captain. Und wir werden sie zu honorieren wissen. Wir müssen zugeben, dass euer Plan auch für uns nicht ohne Reiz ist. Dennoch befehlen wir, dieses Geld wie geplant seinem ominösen Zweck zuzuführen. Auch wenn die Inquisition die Nutznießerin ist. Einen Krieg mit Spanien können wir uns im Moment nicht gestatten. Einen potenten Finanzier zu verprellen, noch weniger. Allerdings steht nirgendwo geschrieben, dass man seine Feinde nicht ein wenig ärgern darf. Wir werden zur Hälfte Falschgeld unter das Volk mischen. Die verbleibenden 2 Säcke brauchen wir ohnehin dringend für unser nächstes Bankett. Die Sacco werden wir auf diese Weise nicht allzu sehr vergrätzen, wie wir hoffen. Und Philipp, nebst seinen Klerikern, steht als Fälscher da. Etwas am Renommee anderer Leute kratzen. Das wird doch wohl erlaubt sein. So, und jetzt, Captain, fahrt nach La Coruña und gebt dem Bischof, was des Bischofs ist. Inklusive einer kleinen Beimischung. Dieses kleine Biest. Aber gut. Machen wir natürlich mit. Das ist jetzt eine Frage. Heißt Treu und Ring, ja, Lug und Trug? Passt eigentlich eher zur Situation, oder? Eine wahrhaft königliche Idee, Majestät. So soll es sein. Nichts anderes habe ich von euch erwartet, Captain. Und nun geht. Ich eile. Ab nach La Coruña. Ich weiß, Captain, dass ihr mich jetzt für die biblische Schlange haltet, aber nun habt ihr nochmals die Gelegenheit, auf einfache Weise schnell reich zu werden. Wollt ihr sie euch wieder entgehen lassen? Die Chance kommt so bald nicht wieder. Naja, hier, Auftrag im Gedächtnis behalten. Wir verhalten uns so, wie wir es mit der Königin abgesprochen haben. Immer dieser Adjutant, dieser geldgierigen Wicht hier. Captain, ich warte hier schon seit Tagen auf euch. Wir glaubten schon, ihr werdet mit dem Geld des Bischofs durchgebrannt. Aber nicht doch, Hauptmann. Wie könnt ihr so etwas denken? Umso besser für euch. Und nun folgt mir. Wir müssen in den bischöflichen Palast. Der Conte Juan de Corrente erwartet euch mit Ungeduld. Wo habt ihr nur gesteckt, Captain? Ihr wurdet uns als vertrauenswürdig empfohlen und nun eine solche besorgniserregende Verspätung. Wir sind klamm, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Feuerchen gehen aus, kein Gericht in Spanien kann mehr ordentlich arbeiten. Verzeiht uns, Eminenz, aber wir wurden durch einen Sturm aufgehalten. Dadurch waren wir gezwungen, vor der Zeit an Land zu gehen, um das Schiff wieder instand zu setzen und Proviant zu laden.
Ihr müsst wissen, dass wir kein Interesse daran haben, Rom in unsere Kalamitäten einzuweihen. Wir müssten dann womöglich über die Verwendung der Gelder Rom gegenüber Rechtfertigung ablegen. Aber nun ist ja alles gut, dem Schöpfer sei Dank. Wir danken euch, Captain, dass ihr euren Auftrag getreulich erfüllt habt. Dafür sollt ihr nicht nur von Di Sagio, sondern auch von mir belohnt werden. Ich will nämlich darüber hinwegsehen, dass ihr es an der gebotenen Ehrerbietung mir gegenüber habt fehlen lassen. Mir den Ring zu küssen, wäre wahrlich das Mindeste an erforderlicher Unterwürfigkeit gewesen. Doch lassen wir das. Lebt wohl. Vielen Dank fürs, okay. Was haben wir denn jetzt? Mensch, haben die uns einfach eingesperrt. Schweinerei. Naja. Das ist ja prima. Ja, müssen wir halt 6 Tage im Kerker verbringen und ganz schnell weg von hier. Ab nach London. Ja. Müssen wir nochmal zur Königin? Nö. Ja, damit war es das mit diesem Auftrag wieder mal, schätze ich. Auch wenn wir dafür dann eingesperrt wurden, warum auch immer. Ich mache jetzt aber trotzdem wieder ein bisschen weiter und ich denke, wir sehen uns dann demnächst wieder.